Hallöchen, hier ist die Dörte. Und ja, heute gibt's Tüten. Christinas Täschle habe ich sie genannt. Ja, ich bin ja im Tütenfieber gewesen. Wer mich auf Instagram verfolgt, der hat das schon gemerkt. Ich habe halt die Tüte von Christina jetzt nochmal nachgebastelt hier im Video. Das werdet ihr gleich sehen. Aber ich mache auch eine größere Variante dazu. Also, wenn du jetzt neugierig bist und Lust hast, diese Tüte zu basteln, dann würde ich mich freuen, wenn du dran bleibst. Nach dem Intro geht's los. Also, ihr habt schon gesehen, was ich gebastelt habe. Also, ich meine, ich weiß auch, was ich basteln möchte, aber ich wollte euch erstmal zeigen, ich habe natürlich die Stanzen bekommen. Jetzt noch mit dem Monatsprojekt von Kaffee Konstanze und das Weihnachtsgeschenk. Guckt mal, der ist so süß. Da ist nämlich der supergeile Vogel drauf und der kleine Hase können wir zu Ostern und zu Weihnachten nehmen. Und dieser Tag, ihr wisst ja, ich habe auch einen Tag von Alexander Renke, den ich total süß finde und das, ich mag das total. Und der kleine Weihnachtsbaum, das Set. Das Set, das würde ich an ihrer Stelle zum Kaufen anbieten, aber ich kann mich ja da nicht einmischen. Aber das finde ich echt so zuckersüß. Ja, kann ich eigentlich nicht so viel Werbung machen, weil das ist ja nur ein Geschenk und das haben nicht alle bekommen. Dann an dieses Stanzenset. Ihr seht hier, hier sind 1 Million Häuschen und diese tollen Bäumchen. Die habe ich schon ausgestanzt mir. Also ich habe einfach ein bisschen Waldmoos auf Aquarellpapier gemacht und habe sie hier schon. Irgendwie ist das Licht komisch. Wartet mal, ich muss mir nochmal was anmachen. Und habe sie mir hier ausgestanzt. Mein Nachbar macht schon wieder Musik seit heute früh um 6:30 Uhr, Leute. Ich sag euch, also wenn er was wummern hört, ich weiß nicht, ich muss da mal, glaube ich, irgendwie wegen vorgehen. Die Häuschen stanzt sich vielleicht nachher auch noch aus, müssen wir mal sehen. Aber eigentlich möchte ich heute, habe ich ja schon angekündigt, mit euch nochmal diese Tüte basteln. Von Christina, die sie im Live vom Release-Start auf Instagram gebastelt hat und auch auf YouTube. Ich habe sie gefragt, ich darf die nachbasteln, deswegen habe ich mir das rausgesucht. Ich habe mir hier rausgesucht, Karamell ist das von dem neuen Papier. Das gehört zur Serie Winterzauber. Davon möchte ich nämlich, weil ich finde, das matcht total gut. Das Wintermäuse 12 nehmen, das ist total schönes Papier. Und ich dachte, das passt so schön zusammen, also und was ich dann noch nehme, werden wir sehen. Vielleicht integriere ich auch irgendwie die Bäumchen. Mal gucken. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich will es ja knapp machen. Ich werde jetzt nicht dabei reden, sondern fange einfach mit der Anleitung an. Also, ihr braucht ein Falzbrett und zwei Blätter. Die sind 14,5 mal 20,5. Also, die werden beide gleichgefalzt. Bei 1 Zentimeter, sieht man jetzt hier ja nicht auf dem Papier, bei 1 Zentimeter an der kurzen Seite und bei 3,5. Dann drehen wir das Blatt auf die lange Seite und dann falzen wir auch bei 3,5, bei 7 und bei 18 cm. So, und das machen wir jetzt mit dem zweiten Blatt auch. So, das Ganze wird natürlich ausgeschnitten. Und zwar, ich drehe das mal um, dann sieht man das besser. Wobei, wir falzen das erstmal durch. Also eigentlich ist es ganz einfach. Das kommt weg. Hier wird gerade geschnitten und das wird angeschrägt, also das ist die Klebelasche. Hier ist auch die Klebelasche und deshalb wird alles das hier weggeschnitten. Also einmal so, hier oben gerade, weil das wird nachher nach innen geklebt, also muss nicht super gerade sein, aber neben der Falz, ihr wisst ja, hier schneiden wir nur ein gerade. Geht jetzt irgendwie nicht, deswegen machen wir zuerst mal die Schräge. Also hier ist jetzt unsere Schräge. Und hier schneiden wir jetzt erstmal so gerade. Und dann werde ich das umdrehen und hier nochmal gerade schneiden. Weil das ging eben irgendwie nicht von links. So, so sieht das jetzt aus und das brauchen wir zweimal. Und wie gesagt, ich habe eine Stanze von Stampin' Up. Die finde ich sieht irgendwie schön aus als Griff. Ihr könnt aber auch eine ovale Stanze nehmen. Christina hatte eine ovale Stanze genommen.
oder eine sechseckige, also irgendwas. Also eigentlich ist das Ziel, dass man eine Stanze findet, die hier ungefähr in diesem Bereich passt. Das wird dann umgeknickt und ist dann hier eben so ausgeschnitten. Aber ich habe halt nicht so richtig irgendwas Schönes gefunden. Ich wollte aber was auch so einen Rand hier hat, also noch so in die andere Richtung sozusagen, dass man das auch sieht. Und deshalb habe ich mich für die entschieden. Und deshalb messe ich mir jetzt hier von außen 1,9 cm ab, sodass es dann in der Mitte liegt. Da müsst ihr halt schauen, was ihr für eine Stanze habt. Wie gesagt, meine ist von Stampin' Up. Wer die hat, kennt die wahrscheinlich. Kann ich gerne mal sagen. Das heißt Etiketten mit Stil, diese Mischung. Die sind total schön, halt schon ewig lange. Ja, und dann würde der Ganze einfach nur festgeklebt und ausgestanzt. So, da ist sie wieder. Hier habt ihr... Oh, das ist mein Fummelteil. Ich habe gerade eine neue Lampe hier angebracht. Jedenfalls habe ich jetzt außerhalb der Kamera nicht nur gestanzt. Also ihr seht es hier, ich habe hier gestanzt und wie gesagt, so doppelt durchgestanzt. Dadurch ist die Seite nicht so schön, aber die ist eh in. Und habe aber gleichzeitig schon dekoriert. Und hier auch schon den Strohhalm angeklebt. Also die Größe ist hier perfekt, falls ihr nicht diese Strohhalme habt, sondern die zurechtschneiden müsst. Also meine Strohhalme sind hier genau 12 cm. Und jetzt müssen wir das nur noch kleben. Also wie gesagt, ich habe hier einfach mir ausgestanzt mit einer Stanze von Action. Ein Rechteck. Das gleiche habe ich jetzt hier auf die Seiten geklebt, weil ich hatte vorher gestempelt mit den kleinen Schuhen von dem Stempelset, von dem Gäste-Stempelset. Und irgendwie sah das komisch aus. Deshalb habe ich sie jetzt überklebt. Das war irgendwie nicht die richtige Farbe oder was weiß ich. Dann habe ich hier Schleifenband angebracht. Das schöne in Mokka von Café Constanze. Die Schleifenbänder finde ich ja wirklich ein Träumchen. Und das kleine Etikett aus dem Set von, also aus dem Geschenkset, hat dazu gehabt zu der Bestellung ab 111 Euro. Und ja, jetzt müssen wir nur noch den Strohhalm einkleben. Also hier habe ich das schon alles fertig gemacht. Man muss den Strohhalm einkleben, die Ecke umkleben und dann kleben wir nur noch zusammen. Also Strohhalm einfach einkleben. Dafür müssen wir nur rundherum Kleber anbringen. Mal hier hoch. Was ein bisschen doof ist natürlich, dass ich jetzt hier gestanzt habe und meine Mittelkante sehr stark sichtbar ist. Dadurch geht es natürlich nicht richtig rund um den Strohhalm, aber ich finde das nicht schlimm. Im Gegenteil, ich finde das so ja sehr schön. So, jetzt den Strohhalm schön nach oben ziehen. Also erstmal hier so unten. Seht ihr ja, ne? Nicht, dass er jetzt so klebt, sondern sollte, wenn ihr sowas hier verwendet, schon passgenau sein oder wenn ihr ausgeschnitten habt. Und dann ziehe ich hier immer so ein bisschen nach oben und richte mir noch so ein bisschen den Strohhalm aus. Dabei quillt mir noch Kleber hier raus. Wenn man möchte, kann man ein bisschen mit dem Falzbein drüber gehen. Und dann, also es wird nie richtig weggehen, diese Knicke. Aber ja. So, schön anziehen lassen. Schicke Täschchen, wa? Muss man sagen, hat sie eine schöne Idee, hat die Christina. Herzlichen Dank dafür. So, das klebe ich jetzt schon hier nach innen ein. Kann man auch hinterher machen, aber ich finde, dann kann man es besser festdrücken. Und dann ist ja klar, was kommt, ne? Wir kleben das einfach an den Klebelaschen zusammen. Ich glaube, das mache ich jetzt lieber mit... Nicht mit dem Kleber, sondern mit Buch, meinem Buch. Der Gegenüber, der ist gerade weg. Der ist gerade weg. Gerade. Ja, er war runtergefallen, ne? Soll ich sagen. Also, mal sehen, ob da jetzt was rauskommt. Natürlich nicht. Stand nämlich nicht auf Kopf. Jetzt schauen, dass das schön Linie auf Linie hier ist. Ein bisschen warten. Nochmal umklappen.
wirklich so schön, das Papier. Voll schön. Ja, natürlich auf der anderen Seite der Klebelasche auch Kleber anbringen und nochmal hin und her biegen und zusammenkleben. So, jetzt gucke ich mir an, welche Seite am schönsten ist und da die Seite klappe ich zuletzt um. Aber zuerst kommen jetzt die nach innen, umgekippt, die nach innen und hier muss man natürlich aufpassen, dass man den Kleber nicht hier mittig anbringt, weil hier ist ja frei, ne? Müsst ihr euch vorstellen. Also nur da, wo die Klebelaschen sind, flächig. Und dann nur oben und hier an der Seite. Und wie gesagt, den hier zuerst einklappen. Manchmal bräuchte man auch eine dritte Hand. Kennt ihr das? So, ne? Habt ihr gesehen, den habe ich zum Schluss eingeklappt, damit hier die schöne Kante ist, obwohl wir hier sowieso eine Klebekante haben, aber ist doch immer ein bisschen hübscher. Hübscher. So, jetzt braucht man noch was, was da reinpasst, um das ein bisschen festzudrücken. Aber schick ist er. Ja, ich hatte noch überlegt, ob ich stempel, aber irgendwie sah das jetzt am schönsten so aus. Und ja, ich bin jetzt total happy mit meiner Box, wenn sie jetzt noch anklebt. Ja, könnt ihr mir ja nochmal sagen, was ihr meint. Ich habe jetzt noch gedacht, dass ich noch vielleicht eine passende Karte bastel. Das Doofe ist nur, ich habe keinen Farbkarton mehr in der Farbe. Deshalb mache ich das jetzt nicht. Aber ich habe noch eine andere Süßigkeit, die ich verpacken wollte. Und vielleicht passe ich die Höhe der Box jetzt gleich mal an. Das mache ich nicht mit dem Cardstock, weil ich den nicht mehr habe. Und weil ich sowieso nicht so viel von dem ich hier bestellt habe. Ich werde das jetzt in weiß machen. Muss ich mir vielleicht nochmal nachbestellen. Ja, aber schick, oder? Kleinen Moment, dann sehen wir uns nochmal wieder. So, ihr Lieben, ich kann ja nicht nur irgendwie eine Tüte 1:1 übernehmen, die es schon als Video gibt. Deshalb gibt es jetzt Christinas Täschle verlängert. Hier sieht ihr die Zeichnung. Also ich habe hier, da gibt es so schöne, leckere Winter-Editions von diesen leckeren, jetzt steht hier doch, eigentlich wollte ich es abkleben, naja, von diesen leckeren Kugeln und die passen nicht in diese kleine Tasche, da steht halt was über und ich habe mir jetzt einfach die Tasche verlängert und zwar habe ich mir einfach das Teil genommen und hier reingetan und dann habe ich gemessen, wie viel steht denn über. So, aha, falsche Seite, wartet mal, aha, fast, also 3,5 cm steht über von hier und ich habe gesagt, okay, 4, dass noch ein bisschen Luft ist. Ja, werden wir sehen, ob das jetzt passt. Also habe ich einfach das Maß von Christina genommen und 4 cm drauf gerechnet. Demzufolge habe ich jetzt, brauche ich jetzt zwei Blätter, die sind 24 x 14,5 und hier oben lasse ich alles gleich, da falls ich bei 3 und bei 7. Dann falze ich den Boden einfach von unten mit 2,5 und die Seitenlaschen bleiben auch, also die Klebelasche mit 1 cm und den Rest mit 3,5. Ja, und das mache ich zweimal und dann schneiden wir, machen wir auch die Test the West mit dem eingeschnittenen Griff. Habe ich jetzt schon bei der einen vorbereitet. Also wie gesagt, 1 und 3,5. Und dann nochmal 3,5 und 7 umdrehen und 2,5. Das Ganze durchfalzen und schneiden. Also schneiden. Schneiden wir wieder hier lang runter, hier ab und hier ab. Dann hier schön gerade, also eigentlich genau wie bei der anderen Tüte, nur dass es ein bisschen länger ist. Und das gleiche könnt ihr natürlich auch in die Breite machen, dann verlängert ihr einfach hier. Also so kann man ganz einfach, so einfache Tüten oder Boxen, die kann man immer ganz, ganz schnell umändern. Vor allen Dingen, wenn sie aus zwei Teilen bestehen, so wie hier, also zwei gleichen Teilen.
So, hier ein bisschen anschrägen. So, ne? Also jetzt haben wir hier das gleiche Bild wie vorhin. Und ich habe jetzt das schon mal gemacht, hier bei dem. Und wie gesagt, ich habe mir das jetzt hier ausgeschnitten, den Griff. Und dafür habe ich halt vom Rand jeweils 2,5 gemessen. Also das kommt weg. Und hier auch. Also ich habe das so eingeklappt. Dann habe ich von oben 2 cm gemessen jeweils und habe dann die beiden Linien miteinander verbunden und ausgeschnitten. Und bei der zweiten Tüte, da müssen wir ja eigentlich nur das Ganze schön plan übereinander legen. Ist sowieso besser, weil so hundertprozentig symmetrisch schneidet man, glaube ich, nie. Und dann hat man gleich die zweite Klappe. Und ich schneide neben dem Bleistift. Ah, ist auch ein bisschen schief geworden. Aber, also ausgestanzt ist natürlich viel, viel schöner. Aber das ist hier eben auch eine Tüte. Die kann man mit ganz einfachen Materialien und auch als Anfänger super machen. Deswegen hat die Christina die wahrscheinlich ausgewählt. So, also jetzt kleben wir noch. Und die Deko mache ich außerhalb der Kamera. Also kleben tun wir noch zusammen. Obwohl, ja doch, machen wir zusammen. Weil das mit dem Strohhalm, habt ihr ja eigentlich schon gesehen, ne? Ich drücke jetzt hier wieder den Strohhalm rein und klebe das Ganze aufeinander. Und dann ist fertig. Und dekorieren tue ich außerhalb der Kamera. Und dann sehen wir zum Schluss nochmal mit beiden Tüten wieder. So, ihr Lieben. Ich habe mich ein bisschen verzettelt. Ich habe hier schön aufgeräumt, mein Bastelzimmer einmal durchgefeudelt. Mein Mann hat endlich vor mir, wenn ich Zeit habe, blende ich euch das mal ein, mein Regal angebaut. Und deswegen ist jetzt vor mir nicht mehr so Kabellage, sondern ist echt voll gemütlich. Und ja, jetzt bin ich soweit und mache mit euch weiter. Ich habe hier schon dekoriert mit dem Papier aus dem neuen Release, Rosa Wintermärchen 7. Und das ist aus diesem Kärtchen von Wintermäuse, das neue Papier. Was jetzt heißt Wintermäuse 4, ne? Das Schöne. Ist ja eigentlich so ähnlich wie früher, nur mit anderen Motiven, unter anderem mit diesem süßen Vogel, den ich total mag. Ja, ne? Ihr merkt schon, ich bin verliebt. Und ja, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, das Ganze zusammenzukleben. Das machen wir ganz genauso wie bei der anderen Tüte. Aber einfach der Übung halber, damit jeder das auch mitbasteln kann. Nochmal hier für euch. Also hier ist die Klebelasche und eigentlich kann man das auch vorn herum machen. Schön ausrichten. Also wie gesagt, das Tütchen ist echt wirklich schön geeignet für Anfänger. Und ich bin auch ganz verliebt, nicht nur in den Vogel, sondern auch in die Tüte. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ja, also man muss warten, kann halt Frau Ruth ganz schwer. Und die sieht das auch irgendwie ja nicht so richtig. Ich habe ja auch eine neue Lampe, habe ich ja auch schon mal gesagt. Ich habe hier übrigens so einen Zwirn in Gold, fand ich irgendwie schön. Ich werde jetzt noch keinen Spruch oder so raufmachen, weil ich dachte, das behalte ich mir jetzt vor, weil das kann man schön, das Motiv, also natürlich eher so zur kalten Jahreszeit im Herbst verschenken oder zu Weihnachten. Bin ich jetzt noch nicht sicher, wem ich jetzt die leckeren Naschis da schenke. Davon gibt es ja, wie gesagt, mehrere. Ich habe die jetzt mit Apfel gab es die auch und mit Eierlikör und ja, schön nochmal Werbung hier, aber unbezahlt. So, ne, also ich habe jetzt hier das schön aneinander gelegt und jetzt machen wir das hier genauso. Das habe ich, glaube ich, in dem anderen Video nicht so ganz ausführlich gemacht. Also nochmal umdrehen, jetzt ist die Klebelasche hier. Mache ich da auch Kleber drauf. Und werde das hier so umklappen. Das ist am einfachsten, ist jetzt ein bisschen Schmiererei gerade. Aber dafür hat man ja hier ein Läppchen liegen, immer am Platz, ne? Und jetzt kann man das, wenn man das nämlich flach drückt, also ich mache das immer bei Schachteln, bei Boxen, bei allem, dass ich ein bisschen anziehen lasse, schon ausrichten irgendwie, aber dann eben auch wieder in die andere Richtung klappe. Hier kann man jetzt schon mal gucken.
Weil dann passt es dann richtig, sage ich jetzt mal so. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist schief. Ja, ist es auch. Aber ist hinten. Aber deswegen Flüssigkleber, jetzt kann ich es nochmal rausnehmen, weil es schief ist. Und nochmal besser anpassen. So. Bleibt aber schief, ist wahrscheinlich schief geschnitten. So, ne? Also nochmal schön rüber. Aber ist hinten, haben wir Glück. Und jetzt nochmal, wie gesagt, die schöne Seite zuletzt umschlagen. Und dann brauchen wir ganz lange nach unten. Aber ja, also wie gesagt, das, was das da drin ist, ist ja auch nicht allzu schwer. Und deshalb macht auch nichts, wenn das... Und hier wieder nur oben. Ja, wir haben uns jetzt, ich war jetzt gerade schön, habe ein bisschen Sport gemacht. Dann haben wir geduscht, Kaffee getrunken. Und eigentlich wollte ich ja so den Abend hier vorm auf dem Basteltisch verbringen. Aber wir haben uns jetzt spontan entschlossen, ins Kino zu gehen, was ich auch sehr schön finde. Und ja, also hier habt ihr gesehen, hat noch nicht fest, war noch nicht fest. Ich finde das so süß. Ich liebe das. Wenn ich gut drauf bin, verlinke ich euch unten eine Zeichnung, aber ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe. Da bräuchte ich mein Programm, ne? Also ihr seht, ich finde das jetzt so, wie es ist, so ganz plain und einfach total schön. Ich würde wahrscheinlich hier oben noch ein goldenes Band oder so anbringen. Eigentlich habe ich so eins, aber das finde ich jetzt gerade nicht. Ja, aber erstmal lasse ich das so, weil dann kann ich das verwenden, wie ich will. Und ja, dann sind wir schon am Ende. Hier sind unsere beiden Schachteln. Achso, wir wollten ja noch testen, ob das gute Stück hier reinpasst. Ja, perfekt. Kleine, süße Tasche. Ich finde die total schön. Wenn man die, also wenn ihr die bastelt, lasst mir gerne mal in den Kommentaren oder über Instagram oder sonst wo meine üblichen Kontakt, hier habe ich nicht richtig geklebt, aber egal. Kontaktmöglichkeiten und lasst mir das gerne mal da. Ihr seht auch, ich habe nicht so ganz perfekt die Strohhalme ausgerichtet. Das ist bei der ersten irgendwie besser gelungen. Naja, aber an sich sind die schön. Und ich wollte noch mal sagen, ich habe jetzt doch zu dem hier noch, ich hatte noch einen ganz kleinen Rest von dem braunen Papier, also Karamell ist es ja, und auch noch einen Rest von dem hier. Und das ist hier aus den Kärtchen von Winterzauber. Also dieses, wartet mal, ich muss mir halt, ich finde schön, dass das draufsteht, kann ich jetzt wenigstens mal sagen, Wintermäuse 9. Da habe ich mir jetzt halt ein Kärtchen nochmal zurechtgeschnitten und habe jetzt eben dazu nochmal so ein Mini-Kärtchen gemacht, wie ich schon im anderen Video gemacht habe. Und ja, finde ich, matcht jetzt total schön. Also habe ich jetzt super schönes Sets. Auch dieses herbstliche Set, dazu hatte ich ja auch eine Karte gebastelt, wie ich gerne, ob ich das schon gesagt hatte. Und dann jetzt noch die. Und ja, ich sag mal so, ne? Ich finde es schön. Ich hoffe, ihr auch. Das hier wird schon demnächst verschenkt. Da muss ich jetzt. Hier passt übrigens, habe ich ja, glaube ich, schon gesagt, oder Christina, eine quadratisch praktisch gute Schokolade rein. Also in die kleinen. Und hier habt ihr ja gesehen. Aber ich glaube, hier würde auch alles andere passen. Ist total schön. Ja, ihr Lieben, ich bin ganz begeistert, wie ihr seht. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn du neu bei mir bist, hier gibt es immer so gemütlich basteln mit Dörte. Die Anleitungen sind manchmal perfekt, manchmal eben nicht so. So ist es halt. Aber vielleicht gefällt dir ja mein Stil oder ihr Plabber. Dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo schenkst. Und ansonsten, die Produkte verlinke ich unten. Wie gesagt, ist ja ein Werbevideo. Aber von Herzen, ne? Und ja, dann schenkt mir, wie gesagt, ein Abo, ein Kommentar ist immer schön. Und Wünsche und Meinungen kannst du auch an meine E-Mail-Adresse, die ist immer am Anfang oder am Ende, wird die auch eingeblendet oder unter dem Video. Und auf Instagram ist auch unter dem Video, bin ich natürlich auch vertreten. So, jetzt halte ich aber meinen Mund und wünsche euch einen schönen, gemütlichen Abend, Nachmittag, Morgen, Nacht, was auch immer jetzt kommt. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.